Hi, dieses Spiel ist Freeware. Solltest du Geld für dieses Spiel ausgegeben haben, was ich hier nicht habe, dann wurdest du beschissen. Aber du wärst auch echt selbst schuld. Hab ich kapiert. Gaming Club. Immer wieder schön anzusehen, diesen tollen Vorspann von dem Spiel, was ihr hier seht. Ice Cream Truck Extreme Simulator von den Gaming Clerks, beziehungsweise bei Sam. Der ist Christian von den Gaming Clerks und der hat hier ein wunderschönes Spiel, von dem ich bisher nur die Demo-Version, die man da oben in Let's Play-Form anschauen kann, offenbar gesehen habe. Moment. Ah, wunderbar. Was haben wir denn hier für welche? Chainsaw Man 16, Blocky, Weehawk IP. Ja, den lasse ich da oben mal stehen. Und Matze. Rüdiger und Matze, könnt ihr auf ein Bild vielleicht? Kann ich euch vielleicht so rumschieben? Nee, es geht nicht. Naja, mein Video kann ich auch einsenden, offenbar. Das finde ich cool. Es gibt Cheats, die gab es letztes Mal noch nicht, außer diesen hier, glaube ich. Wer ist das denn? Okay, wir wollen natürlich noch nicht bloß weg hier, sondern wir wollen erstmal starten. Die Geräusche hat mit Sicherheit Nico gemacht, oder? Na, das werden sie wohl alle gemeinsam gemacht haben. Ich weiß nicht. Egal. Wir sind ein Ice Truck und wir fahren wunderschön durch diese Landschaft, die höchst an Weihnachten erinnert. Denn an Weihnachten sind alle Menschen in ihren Häusern drinne und deswegen ist nirgends. Ach genau, und die Mülltonne übrigens, die da gerade stand. Da ist das ganze Geschenkpapier drinnen. Und da lag gerade auch welches auf der Straße. Und da ist sogar der Weihnachtsmann. Er ist noch nicht bei seiner Familie, denn er hat keine. Oh, eine Runde Mitleid für Santa. Oh, weil es so schön war, rammen wir ihn um. Nein, Moment, ich möchte nur Eis schenken. Da kriegst du Eis, Santa. Schönartig bleiben. Schönartig bleiben. Ja. Wollen wir wirklich schönartig bleiben? Naja. Hier ist der Central Park oder so. Meine Steuerung ist noch ein bisschen zu hakelig für meinen Geschmack. Ah! Hilfe. Geht's dir gut, Wagen? Okay, dann können wir ja weitermachen. Ihr habt gesehen, man kann die Leute umfahren. Naja, passiert. Polizisten sagen auch, dass man schön artig bleiben soll. Da oben ist Werbung für Sam. Ist auch durchaus berechtigt, weil der hat hier. Das finde ich immer wieder erstaunlich, wie Leute das hinkriegen. So ein. Natürlich ist das Spiel an sich simpel, aber trotzdem ist es irgendwie cool. Und das ist ja schon hoher Anerkennungswert, weil also ich könnte das nicht. Ne? Und ich kann ja so einiges. Nein, ich könnte das nicht in. In 1000 Jahren wäre vielleicht falsch, weil wenn ich mir das wirklich machen wollte und mich damit beschäftigen würde, könnte ich es vielleicht erlernen. Aber ich finde das trotzdem immer wieder erstaunlich, wie die Leute das so gut hinkriegen. Einfach so aus eigener Idee dann. Finde ich echt cool, Christian, dass du hier so ein super Spiel hast. Und ja, wir wollen Zombies töten. Oh nein, genau, die gab es ja auch noch. Das hatte ich jetzt ganz vergessen. Das hatte ich echt vergessen. Ich glaube, für jeden Menschen, den wir umgebracht haben, nee, dem wir Eis gegeben haben, ne? Super Zombies Bonus-Zeit. Dann nutzen wir die Zeit mal. Ja, Zombie-Tötungsmodus. Achtung. Nein, ich möchte mich nicht festglitschen. Ja, nimm Eis. Oh. Ja, tut mir leid, das war Erdbeer. Super. Oh, hier habe ich ihn gerade gegen den Grabstein geschmettert. Es tut mir sehr leid. So, wollt ihr Eis haben? Ihr merkt, Zombies mit Eis töten ist nicht möglich, aber man kann ihnen zumindest einen neuen Hut schenken. Na, da war es schon toter. Ja. Ja, weil mein Computer das Ganze irgendwie nicht auf die Reihe kriegt.
Dabei ist das jetzt nicht so anspruchsvoll, aber ich glaube, ich brauche mal einen neuen. Ich brauche generell viele neue Sachen. Zum Glück war ja gerade Weihnachten. Das lief wohl noch unter dem Baum. Oh, ein 1000-Euro-Schein. Damit gehe ich jetzt los und kaufe mir einen neuen Computer. Dabei gibt es gar keine 1000-Euro-Scheine. Skandal. Also ich dachte früher, es würde welche geben, aber es gibt tatsächlich, glaube ich, nur 500er. Davon habe ich aber auch schon mal einen in der Hand gehalten. Es war noch schöner, als ein Kind in den Händen zu halten. Das ist das Schönste. Geld. Ja, ich ramme jetzt die... Ja, ich ramme durch die Wand durch, okay? Das wollte ich nicht. Ah ja, die Zeit ist abgelaufen. Und einen neuen Cheat haben wir freigeschaltet. Ja! Echt, es gibt neue Cheats freizuschalten. Wie habe ich das denn geschafft? Mit 48 als Punktzahl. Eine sehr schöne Punktzahl. Betrunken, Ego-Perspektive, die will ich gar nicht. Statt der Giganten. J zum Springen. Eiswagen, warum auch immer. Wir testen einfach alles mal kurz. Oder wir machen mal statt der Giganten. Da kann ich mir vorstellen, dass die alle größer sind. J zum Springen, weil das fehlt gerade noch. Und Eis. Was auch immer das sein soll. Ah, ein Wagen ganz aus Eis. Und durchsichtig vor allem. Und Eis aus Eis. Super. Man kann ja kaputt gehen, wenn er irgendwo gegen fährt. Oh, Riesen. Nee, er geht nicht kaputt, ein Glück. Obwohl, wäre auch ganz lustig. Christian, mach mal, dass das hier kaputt geht. Wenn du das jemals siehst. Man weiß ja nicht. Ich finde auf jeden Fall die Stadt auch ganz nett, weil das ist so alles, was die Stadt eigentlich braucht. Da drüben ist ein Bahnhof vermutlich oder sowas. Eine Schule vielleicht. Ja. Ein Eiswagen natürlich. Jede Stadt braucht einen Eiswagen. Und vor allem ein Spiel, was Ice Truck Simulator heißt, braucht einen. Yeah. Home Run. Also, hier die baskischen Löwen, ne? Von Bilbao, die Löwen. Und so. Und hier ist irgend so eine Statue mit den. Don Quixote. Oder so. So, ich will auf die Rutsche! Hui! Nein, das war nicht die Rutsche. Was habe ich denn jetzt gemacht? Egal, ich lebe noch. Das ist das Wichtigste. Hey, sterbt, meine Freunde. Sterbt alle. Im Namen von Schutzpatron San Mamis, der in dieser Stadt wohl, nehme ich einfach mal den steinernen Löwen, lebt. Ja, der lebt hier. Er ist nicht gestorben im, keine Ahnung welches Jahrhundert, aber er lebt in dieser Stadt unter anderen Menschen als normaler Büroarbeiter. Und sind es nicht eigentlich wirklich die normalen Büroarbeiter, welche dieses Leben überhaupt erst lebenswert, ach, was auch immer. Ein Mirapla an der Wand, oder was? Mit Pikachu-Backen. So sieht es zumindest für mich aus. Willst du Eis-Mirapla? Eis aus Eis. Und jetzt gibt es keine Zombies. Achso, weil ich kein Eis verteilt habe. Stimmt. Na dann. Schnell weg, wie will ich noch gar nicht, aber ich möchte mal die anderen Cheats testen. Geringe Schwerkraft wäre noch cool. Mit Springen. Giganten haben wir ja schon getestet. Und das andere beiden machen wir später dann. Wir wollen ja erstmal nur abspacken. Und ich glaube, das wird dank Christian hier auf jeden Fall möglich sein. Nicht wahr, Christian? Ja! Okay, so klingt Christian nicht. Darauf ist jetzt niemand reingefallen. Ich bitte um Entschuldigung für meine schlechte Christian-Imitation. Hey, was war das? Auf der anderen Seite dieser Wand ist etwas, was ich gerne sehen möchte. Bestimmt eine Karikatur von mir. Nein, es ist eine Karikatur von... Ich weiß nicht, die Figur.
Figur sieht ein bisschen aus nach Family Guy. Ich guck das nicht. Und Sprungkraft. Sprungbrett. Ja, Insider. Ah. Ja. Wenn das mal keine echte Action hier ist. Michael Bay wäre stolz auf uns. Nur, dass es noch nicht genug explodiert. Aber dazu muss man den Goat-Simulator machen. Da geht das. Ey, hey, hey. Ah. Ich will auf das Dach drauf. Verdammt. Ich bin nicht fähig genug. Ich bin gespannt, wie hoch man hier irgendwie kommen kann. Wenn ich da vorne vielleicht auf das Dach. Das ist momentan mein einziger seligster Wunsch. Auf dieses Dach hinauf. Oh, Christian, das muss doch gehen. Irgendwie nach oben, nach ganz oben. Ich möchte fliegen wie ein Vogel. So frei sein. Ui, wobei, im Grunde genommen bin ich das ja auch. Ich bin frei, abzuspacken. Auf geht's, Zombies. Ihr seid mein. Ach nein, es gibt gar keine Zombies. Oh, Zombies. Egal, dann kann ich da vorne noch ein paar Eise verfüttern an irgendwelche Menschen. Und die vielleicht auch umbringen. Ist das Eis in Geschenkpapier eingewickelt? Das sah gerade so aus. Würde auf jeden Fall zur Zeit passen. Ah, jetzt kommen nämlich Zombies. Aber dafür sind die anderen Leute alle weg. Oh Mann, oh. Super Zombies Bonus Zeit. Was ist das denn? Was ist jetzt los? War es das schon mit der Zeit? Egal, keine Zombies gekillt. Ich habe bestimmt... 4 ist aber auch eine schöne Zahl. Okay, wir machen nochmal Ego-Perspektive und betrunken. Das passt ganz gut zusammen. Und J darf meinetwegen anbleiben. Mein Video kommt auch noch, ich verspreche es euch. Start! Oh, da bin ich wieder gesoffen, Leute. Wo geht's nach Hause? Ich finde den Weg nicht. Im Hintergrund seht ihr bestimmt ein Atomkraftwerk oder so. Hey, da sind meine Freunde, der Polizist. Oh, der darf mich auf keinen Fall anhalten. Schenke ich ihm schnell Eis. Steche ich ihn. Ein Pirat, oh nein. Nein! Ich habe Pirat und Roboter umgebracht. Aber Weihnachtsmann, dich möchte ich nicht am Leben lassen. Du kriegst sogar Eis. Auch wenn du eher Hu-Hu-Hu-Hu-Hu machst. Ah! Polizisten, verzeih mir! Eher Hu-Hu-Hu-Hu-Hu machst als Ho-Ho-Ho-Ho-Ho. So, erstmal durch den Park. Mal schauen, ob hier noch andere Kiffer sind. Wie es sich gehört. Ich bin nicht artig, ich bin besoffen und fahre Auto. Ist das keine Straftat? Na egal, besser, ich erzähle es ihm nicht. Auch wenn er sehr enttäuscht von mir sein wird, da bin ich mir sicher. Ui! Und normalerweise werden Menschen jetzt in einem Verkehrsunfall verunglückt. Aber ich nicht, der ich ein super Autofahrer dennoch bin. Man sieht es hier an der Bushaltestelle, die nicht mehr steht. Wenn ich ein schlechter Autofahrer wäre, dann würde ich nicht mehr stehen. Ich stehe ja und ich sitze im Auto. Also eigentlich sitze ich vor meinem Rechner, aber ich gebe vor, Auto zu fahren und im Auto zu sitzen. Und da war ein Stoppschild, das ich missachtet habe. Und eine Ampel und...
Und ein Verkehrspolizist. Alles das. Nee, den habe ich noch nicht missachtet. Okay. Ein Glück. Nimm das. Ah, ich blende euch, oder? Verzeiht mir. Ah. Nein, Zombies. Super Zombies. Okay. Da. Ich muss hier raus. Ich muss die Zombies töten. Da sind sie. Da haben sie sich rausgegraben. Ihr habt keine Chance gegen mich, Zombies. Ich bin Zombie-Killer 180. Das ist mein Internetname zumindest. Da war ein Papierkorb. Vielleicht hätte ich reinkotzen sollen. Farne. Kräuter. Drogen. Drogenlicht, Drogen-Ego-Perspektive, Drogen-Besoffenheit, Drogenwagen mit Hotdogs, Drogen-Zombies. Drogen-Zombies, das sind Zombies auf Droge oder gar Menschen, die Drogen genommen haben und dadurch zu Zombies wurden. Kann das gehen? Ist es möglich, dass die Wissenschaft uns das verschwiegen hat all die Zeit? Da war der Mülleimer, aber ich komme nicht hinein. Diese Bildrate. Hilfe. Aber so ist es, wenn ihr betrunken seid und zugleich noch andere Drogen nehmt, dann geht auch eure Bildrate runter. Bestimmt. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Achtung, Hydrant. Kann ich den kaputt machen? Euch um. Auch die Mülleimer. Nichts kann mich aufhalten. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht Eisbahnfahrer geworden bin, sondern Let's Player. Und Wissenschaftler. Yeah. 35. Das schlägt natürlich nicht unsere Bestzeit, aber für einen Besoffenen ist es gar nicht so miserabel. Okay. Ich bedanke mich für das heute veröffentlichte Spiel hier und hau rein, Christian. Das war ein geiles Teil hier Spiel. Ich habe mich amüsiert. Ich werde sicherlich noch ein paar Mal spielen. Am besten mit Leuten, die dabei sind und sich wundern. Das dürft ihr auch zu Hause vor euren Rechnern. Und was ihr auch dürft, ist bewerten, kommentieren, liken und teilen. Zeigt allen, wie toll ich doch bin. Oder ihr lasst es einfach und genießt es für euch alleine. Geruhsam, denn wir haben Weihnachten. Und da kann man auch alleine freundlich zu sich selber und gelassen und alles, was dazugehört. Frohe Weihnachten, ho, ho, ho. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann müsste so ein Hubgeräusch erscheinen irgendwie, aber gab's leider nicht. Schade. Eiswagi erscheidet euch aus. Er hat euch gefressen und ihr seid das Eis. So klappt das nämlich. Wie auch immer. Ciao.